Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu meinem nächsten Livestream. Der wird am Mittwoch sein, also morgen am 25.02. ab ungefähr 18 Uhr wieder, würde ich sagen. Der Stream wird dann auch enden um 0 Uhr. Ich versuche ihn um 0 Uhr zu beenden. Ja, da höre ich wieder Connection Loss. Ich habe heute voll Internetprobleme, aber ist mir egal. Ich hoffe, ich kann das noch hochladen. Ich werde halt so wieder einen Livestream machen. Ich werde jetzt öfters Livestreamen. Ich habe mir gedacht, mittwochs und freitags, vielleicht sogar noch mal drittes Mal. Ich weiß nicht genau wann, aber erstmal zwei pro Woche. Ich werde CSS auf jeden Fall streamen. Zuerst also Counter-Strike SAS. Wird als erstes kommen. Danach, das wird ja erstmal ein paar Stunden gehen. Und danach würde ich sagen, vielleicht Hero Siege, da kann ich dann direkt auch wieder aufnehmen, den nächsten Parts für YouTube, dann halt das Let's Play. Besonders, ich habe da ja jetzt schon ein paar Tage nicht mehr weitergespielt. Aber weil ich gerade keinen Bock habe, irgendwas aufzunehmen. Aber das sagte ich ja schon alles in einem anderen Infovideo. Dann danach, Osu wird am Ende kommen auf jeden Fall. Und ja, dann sonst mal sehen halt, ob ich noch Factorio irgendwie mit einbringe, das hatte ich nämlich auch noch gedacht. Und ja, dieses Bild hier, was ihr im Hintergrund seht oder was ihr hier überhaupt seht und meine Stimme dabei hört, das ist das, was ich schon im Dual-Livestream hatte, habe ich es halt nur bearbeitet. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon vom Infovideo. Wollte halt nur mal sagen, ne, Mittwoch, 25.02. ab 19 Uhr, ab 18 Uhr Livestream bis ungefähr 0 Uhr. Vielleicht hört es auch schon vorher auf, aber 0 Uhr ist da die Grenze. Und ja, gespielt wird CSS. Dann eventuell Hero Seeds Let's Play, weiß ich noch nicht. Factorio, höchstwahrscheinlich. Und Osu auf jeden Fall am Ende. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch schon mal an die Leute, die dann morgen bei mir zugucken werden. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz lustig. Ein Overlay habe ich so noch nicht für den Stream. Das werde ich dann eventuell irgendwann machen, wenn ich eine Webcam habe. Das bringt dann mehr, finde ich. Und naja, dann sehen wir uns im Livestream hoffentlich. Bis dann. Tschüss.